So, meine lieben Freunde, ich hoffe, bei euch ist alles gut. Zuallererst einmal wollte ich mich bedanken dafür. Viele YouTuber ist es einfach nichts Großes, aber ich freue mich halt sehr darüber, dass es tatsächlich ein bisschen Früchte trägt, dass ich tatsächlich seit der Corona-Zeit 2 Videos die Woche raushaue. Ich glaube, mit einer Ausnahme habe ich es nicht gemacht. Und tatsächlich sind wir jetzt bei 150 Abonnenten, was mich sehr freut und wo ich mich nochmal wirklich bedanken möchte dafür, dass ihr mich alle so fleißig abonniert habt. Heißt nicht, dass wir am Ende sind, aber ich finde, diese Zahl klingt doch schon mal ganz gut. Ich glaube, ich habe nach 6 Monaten aufgehört mit ungefähr 135, glaube ich. Und jetzt sind wir bei 150. Das ist auf jeden Fall eine ganz solide Zahl. Und freut mich, dass da mehr Zuschauer dabei sind und sich unterhalten fühlen. In meinem heutigen Video soll es um das Thema gehen, erstmal, was ich aus der Corona-Zeit fürs Training gelernt habe, bis jetzt. In Hamburg sind zwar immer noch die Studios nicht auf, aber es gibt halt schon viele Bundesländer, wo das der Fall ist. Es gibt sogar, Shoutout zum KB-Gym, die Möglichkeit, dort zu trainieren. Ich habe da nur bis jetzt noch nicht trainiert, einfach aus dem Grund, weil ich noch eine Möglichkeit ja habe zu trainieren bei einem Kumpel zu Hause und ich dann anderen Leuten den Vortritt geben möchte, die nicht die Möglichkeit haben, dort zu trainieren. Und mir ist die Trainingszeit von einer Stunde, die Begrenzung, ein bisschen knapp. Aber an sich finde ich, das ist eine tolle Sache und wirklich gut, dass es da die Möglichkeiten gibt. Wetterbedingt ist es natürlich nicht immer optimal. Jetzt gerade heute hat es angefangen, richtig zu pissen in Hamburg. Optimales Wetter, so kennt man das. Dann ist es natürlich schwierig, die Sachen draußen zu trainieren. Aber gut, trotzdem ist diese Möglichkeit ziemlich cool. Was ich noch vielleicht erzählen will, ist halt so mein aktueller Stand, was die Gewichte angeht. Ich schaue mal, ob ich Bildmaterial dazu finde. Ich habe nicht alles gefilmt. Ich filme gerade sehr wenig im Training, weil es einfach in dieser kleinen Butze nicht so möglich ist und ich auch nicht Lust habe, mal alles zu filmen und meine Sachen mitzunehmen. Es ist halt so ein bisschen mehr, wie es Pascal Su, Shoutout an den, auch sagt, es ist another day in the office. Und so ein bisschen bin ich gerade von der Mentalität auch so, ich möchte das Training abhandeln, das Training ist gut, aber ja, ich mache da nicht so viel Tamtam drum, letztendlich. Ich poste es zwar immer noch bei Instagram, könnt mir gerne auch bei Instagram folgen, bei Jakob Max Fit. Aber ja, letztendlich ist das nicht so viel Content, was ich da gerade liefere. Genau, eine Sache ist einmal, was ich jetzt in der Corona-Zeit gelernt habe, ist einfach, dass man flexibler ist im Kopf. Ich war am Anfang sonst immer sehr, sehr fixiert, sehr monkmäßig, dass ich das alles so in der Reihenfolge machen musste, wie ich es mir vorgenommen habe, dass das alles so passen muss, dass man sich krass aufwärmen muss und es muss immer so sein mit den Aufwärmen, dass es perfekt alles passt und das ist halt Bullshit. Dadurch, dass wir uns abwechseln müssen, wir haben wenig Platz in dem Raum, müssen wir uns halt von den Gewichten her auch anpassen. Es ist einfach so, es wird raufgestackt, es wird meistens noch nicht mal mit der Stange angefangen. Das empfehle ich nicht jedem, keine Frage, aber es funktioniert einfach super. Also ich muss sagen, das ist so ein tolles Ding, das ich halt irgendwie gelernt habe. Genauso, bei mir war immer Bench das Hauptproblem, das lief nie so gut. Aktuell läuft es ganz gut eigentlich. Ja, da ist halt der Vorteil dadurch, dass man halt zu zweit bencht, das Setup muss nicht mehr perfekt sein, es muss nicht alles perfekt stimmen, damit die Bench klappt, sondern man macht einfach und es funktioniert. So, dass man sich so ein bisschen davon frei macht, dass immer alles so perfekt sein muss, damit das Training auch gut läuft. Das finde ich ist so ein Punkt, der bei mir einfach unfassbar durch die Corona-Zeit weg positiv ist, in Erinnerung geblieben ist bis jetzt. Man muss einfach flexibel bleiben im Kopf und nicht so fokussiert sein darauf, dass alles perfekt sein muss, damit man sein Training abhandeln kann. Des Weiteren habe ich jetzt in dem Zyklus jetzt, seitdem wir wieder umgezogen sind, hatten wir ein Home-Gym in einem Haus, da war ich noch ein bisschen flexibler und jetzt habe ich mich halt angepasst an den Kollegen und dadurch habe ich einfach eine höhere Frequenz, was die Grundübung angeht. Ich hatte sonst ja immer schon einen 6-Tage-Split, das habe ich aktuell auch, aber die Besonderheit ist dabei noch, dass ich jetzt halt 2-mal die Woche deadlifte, 3- oder 4-mal die Woche squatte, 4-mal die Woche squatte, glaube ich, 3 oder 4 jedenfalls, nagt mich nicht drauf fest und auch kaum Variationen drin habe, weil ich die Möglichkeit nicht habe und es funktioniert und bench sowieso 4-mal Standard 4 bis 5 Mal, je nachdem wie Lust und Laune wie da ist, aber halt eine höhere Frequenz fahre ich halt bei den Grundübungen und es klappt super und ich komme eigentlich auch sehr, sehr gut voran. Wie ich vorankomme, sage ich euch gleich nochmal. Das sind eigentlich so die Punkte, finde ich, dass man flexibler im Kopf bleibt und flexibler im Kopf ist, was sein Training angeht, dass nicht immer alles perfekt sein muss, damit man sein Training gut abhandeln kann, sondern man kann sich auch an Situationen gewöhnen, man kann auch mit Situationen klarkommen. Ich habe auch jetzt angefangen, ohne Musik zu trainieren, das habe ich vorher, war es undenkbar. Jetzt, wenn schwere Sätze sind, sie werden einfach gemacht, ohne jetzt viel Tamtam, ohne viel Hype, was eigentlich ganz cool ist, muss ich sagen. Das hätte ich vielleicht ohne diese Corona-Zeit, ohne dieses kleine minimalistische Studio einfach vielleicht nicht so durchlebt bzw. so umgesetzt.
Jetzt nochmal aktuell meinen Stand, so wie der jetzt gerade Stand ist. Ich bewege mich gerade immer noch nah an meiner Gewichtsklasse. Ich habe ja in der 83er gestartet, die letzten Wettkämpfe eigentlich immer. Ich bin bei 83,5, 84, an einem schweren Tag mal 84,5, aber so in dem Bereich 83,5, 84 pende ich so ungefähr. Bin damit eigentlich ganz zufrieden. In der Corona-Zeit ist am Anfang ein bisschen höher gegangen, weil ich da einfach irgendwie mehr gegessen habe, mich weniger bewegt habe, aber so habe ich mich echt schon eingegroovt, muss ich sagen. Und es funktioniert jetzt eigentlich super und ich bin jetzt halt so im Bereich, dass man das easy wegkriegen kann, wenn man halt einen Wettkampf hätte in der Form. Mal schauen, wann der überhaupt stattfindet. Und aktuell von den Werten her habe ich jetzt diese Woche aktuell 160, 10 mal 3 gebeugt. Das ist jetzt, ich habe schon mal mehr gebeugt, ich habe auch schon mal 165 und 167,5 gebeugt. Allerdings halt über 10 mal 3 habe ich mich sehr gefreut darüber, weil das einfach ein ziemlich krasses Volumen ist. Also 30 Reps mit 160 Kilo fand ich eigentlich ganz stabil. Und das war natürlich ab einem gewissen Satz ein bisschen schwieriger, aber es war auf jeden Fall eher eine RPE 9, weil ich im letzten Satz auch sogar noch 4 gemacht habe, anstatt 3. Also da ist auf jeden Fall Progress da, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie sich das ummützt in dem One Rep Max, aber das werden wir halt mal austesten, wenn wieder die Gyms offen sind, wenn ich noch ein bisschen länger wieder im Training bin und ein bisschen mehr spezifiziert trainiert habe. Als nächstes habe ich noch die Bench heute, dies war sogar heute. Da habe ich 115 für 6 mal 4 gemacht. Ihr merkt, die Zahlen sind so ein bisschen anders als mein anderes Programm, weil ich halt gerade so ein bisschen außer out of reach, also ein bisschen anders mein Training gestalte. Auf jeden Fall 6 mal 4, solide. Ich weiß bei mir auch, wenn man meine Videos bei Instagram sieht, mein Arsch geht eigentlich sehr, sehr oft hoch. Vielleicht ist mal ein Rap dabei, 2 Raps dabei, 3 Raps dabei, wo der Arsch wirklich auf der Bank bleibt. Aber grundsätzlich habe ich damit gerade ein Problem, weil ich gerade übertrieben mit dem Leg Drive arbeite. Es funktioniert übertrieben gut. Ich mache halt einfach mal gerade richtig starken Fortschritt bei Bank. Deswegen genieße ich das gerade und werde irgendwann mal versuchen, das cleaner hinzubekommen. Aber aktuell macht mir das einfach Spaß, dass ich mal Fortschritte mache. Also ich habe in dieser Kellerzeit, wo wir noch das Home Gym hatten, habe ich 117 für 3 oder 4 gebencht. Und jetzt habe ich 115 für 6x4. Das ist eigentlich schon ein ganz stabiler Progress. Auf dem letzten Wettkampf habe ich 115 für 1 gedrückt. Feier ich auf jeden Fall. Da ist wohl ein bisschen was passiert, wenn man das jetzt für 4 drückt. Das war letztes Jahr im November, glaube ich. Also von daher kann man sagen, da ist auf jeden Fall was passiert, hoffe ich. Mal sehen, wie sich das auf der Plattform zeigt. Ne? Das einzige Sorgenkind, was bei mir gerade so ein bisschen ist, ist der Deadlift. Deadlift müssen wir draußen machen. Haben wir so der Boden uneben, bla bla bla, mi. Fuck it, suck it up. Another day in the office. Also letztendlich heißt das letztendlich, dass man das Training einfach so durchzieht. Da ist es, fällt mir gerade das relativ schwer. Da ist ja der aktuelle PR für Conventional Deadlifts 202,5 für 4er, 5x4, nee, 6x4 habe ich glaube ich sogar gemacht. Das war aber schon sehr, sehr schwer. Und das war letztendlich der zweite Deadlift-Tag. Der erste Deadlift-Tag war schon Sumo. Post-Sumo mache ich gerade noch, weil ich mich da auch gerade so ein bisschen dran versuche, dass ich da stärker werde. Klappt auch ganz gut. Ich merke nur einfach, dass Sumo einfach so krass mehr technisch ist. Man kann einfach, wenn man technisch versagt, so schwer das noch rauskompensieren. Das ist halt irgendwie so eine sehr anspruchsvolle Sache. Ich muss mir das mal überlegen, ob ich auf dem Wettkampf so das machen möchte. Aber an sich probiere ich es auf jeden Fall gerade aus. Genau, das war so gerade mein Statement zu der Sache, was mir Nährwert generiert hat durch die Corona-Zeit. Mich würde mal interessieren, ob ihr überhaupt trainieren konntet, was euch diese Corona-Zeit für das Training gebracht hat. Und ja, das war's mit dem heutigen Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace.